Wenn du arbeitslos bist und dich selbstständig machen möchtest, dann solltest du dich unbedingt mit dem Gründungszuschuss beschäftigen. Denn dieser Gründungszuschuss unterstützt deine Gründung und quasi deinen Start in die Selbstständigkeit aus der Arbeitslosigkeit heraus. Und der ist finanziell gar nicht so unattraktiv. Als erstes wollen wir mal die Frage beantworten, wem steht dieser Gründungszuschuss eigentlich zu? Und da gibt es drei Voraussetzungen, die du erfüllen musst. Erstens, du musst aktuell Arbeitslosengeld beziehen. Zweitens, du musst auch noch mindestens 150 Tage Anspruch auf dieses Arbeitslosengeld haben. Und drittens musst du planen, deine Selbstständigkeit hauptberuflich, also Vollzeit auszuführen. Eine nebenberufliche Selbstständigkeit wird nicht mit dem Gründungszuschuss gefördert. Wichtig bei diesem Gründungszuschuss ist, dass du keinen Rechtsanspruch darauf hast. Du bekommst den also nicht einfach von allein, wenn du sagst, du willst dich gerne selbstständig machen. Einmal überprüft die Bundesagentur für Arbeit, ob so die formellen Voraussetzungen in deinem Fall gegeben sind. Du brauchst dann aber auch ein Businessplan, indem du darlegst, wer du bist, welche Qualifikationen du hast, was du genau machen möchtest, wie du damit Geld verdienen möchtest. Du brauchst so eine Kalkulation, so eine Finanzkalkulation, wie du wann, wie viel Geld damit verdienen möchtest und wie du damit dann deinen Lebensunterhalt bestreiten möchtest. Und ob das gegeben ist und ob dein ganzes Vorhaben realistisch ist, das überprüft nicht die Bundesagentur für Arbeit, sondern eine fachkundige Stelle. Diese fachkundige Stelle sind zum Beispiel Kammern, also die IHK oder die Handwerkskammer, Fachverbände oder zum Beispiel auch einen Steuerberater. Und wenn du einfach fachkundige Stelle, Gründungszuschuss googelst, dann wirst du auch eine ganze Reihe an Gründungsberatern und allen anderen Beratern finden, die dir dabei helfen können. Wichtig ist für dich auf jeden Fall, du brauchst wirklich einen Businessplan. Und weil jemand anderes Fachkundiges das wirklich im Detail anschaut, solltest du das Ganze natürlich sehr vernünftig angehen. Also du brauchst ein realistisches Szenario, du brauchst eine gute Finanzplanung, du solltest begründen können, warum du derjenige bist, der in der Lage ist, das Ganze so umzusetzen. Super spekulative oder riskante Geschäftsmodelle wirst du ziemlich sicher nicht mit dem Gründungszuschuss gefördert bekommen, weil die Bundesagentur für Arbeit möchte dich vor allem in Lohn und Brot sehen. Also sie möchten dich raus aus der Statistik bekommen, raus aus dem Arbeitslosengeld bekommen und die werden jetzt kein Geschäftsmodell so finanzieren, wie es zum Beispiel ein Venture Capital Fonds machen würde. Deswegen ganz, ganz wichtig, schau da wirklich, dass das Ganze seriös gemacht worden ist. Kleiner Hinweis an dieser Stelle übrigens, der große YouTuber Fritz Meinecke hat sich tatsächlich auch selbstständig gemacht mit dem Gründungszuschuss und hat dazu mal ein Video veröffentlicht, wie er das gemacht hat und was er da jeweils eingetragen hat. Und auf das Video habe ich mal reagiert. Ich verlinke dir das entsprechende Video einmal oben rechts. Ich fand das ganz interessant, weil der da wirklich ein paar Einblicke gegeben hat, wie er das Ganze begründet hat und warum er das so gemacht hat. Und ich denke, das hilft dir dabei, wie du das Ganze angehen könntest. Schau unbedingt bei dem Video einmal vorbei. Eine ganz wichtige und zentrale Frage ist natürlich, wie viel Kohle bekomme ich denn eigentlich? Und beim Gründungszuschuss gibt es zwei Phasen. Und du musst diese beiden Phasen auch unabhängig voneinander beantragen. Und die erste Phase, die dauert 6 Monate. Und in dieser ersten Phase bekommst du 300 Euro plus dein Arbeitslosengeld, was du jetzt gerade bekommst. Also wenn du beispielsweise 1200 Euro Arbeitslosengeld bekommst, würdest du mit Gründungszuschuss dann 1500 Euro bekommen. Das bedeutet, dass du in der ersten Phase über 6 Monate verteilt insgesamt 1800 Euro Gründungszuschuss bekommst. Im Anschluss an diese 6 Monate kannst du dann die zweite Phase beantragen. Und zwar dann, wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich auch schon Vollzeit selbstständig bist. Dann bekommst du nämlich kein Arbeitslosengeld mehr. Du bekommst aber noch für 9 Monate diese 300 Euro im Monat. Das bedeutet, 9 Monate mal 300 sind 2700 Euro insgesamt. Du bist also raus aus der Arbeitslosigkeit und kriegst kein Arbeitslosengeld mehr, aber du darfst das Einkommen aus deiner Selbstständigkeit natürlich vollständig behalten und bekommst on top nochmal 9 Monate lang die 300 Euro. Wenn wir uns also den gesamten Gründungszuschuss anschauen, bekommst du einmal 6 Monate und einmal 9 Monate jeweils 300 Euro im Monat. Also 15 Monate mal 300 Euro sind 4500 Euro, die du insgesamt als Gründungszuschuss bekommen kannst. Und was da übrigens ganz spannend ist, diese 4500 Euro sind steuerfrei. Und zwar nicht so steuerfrei wie das Arbeitslosengeld. Beim Arbeitslosengeld ist das Ganze nämlich so, dass das Ganze dem Progressionsvorbehalt unterliegt. Das ist ein bisschen kompliziert. Man kann das ungefähr so zusammenfassen, dass das Arbeitslosengeld zwar steuerfrei ist, das Arbeitslosengeld erhöht aber den prozentualen Steuersatz, den du auf dein sonstiges Einkommen zahlen musst. Und diesen Progressionsvorbehalt, den gibt es beim Gründungszuschuss nicht. Das heißt, diese 4500 Euro sind steuerfrei
ohne Progressionsvorbehalt. Und das ist ehrlicherweise in meinen Augen ein gar nicht so schlechter Deal. Und damit kommen wir zu der Frage, was mache ich denn jetzt? Also was musst du machen, wenn du arbeitslos bist und dir denkst, ich will keinen Job, ich will meinen eigenen Job kreieren, ich mache mich selbstständig? Dann solltest du im ersten Schritt einen Termin machen mit dem Sachbearbeiter bei der Bundesagentur für Arbeit, also deiner Vermittlungsfachkraft. Und diese Vermittlungsfachkraft, die prüft dann, ob das Ganze für dich überhaupt theoretisch rechtlich möglich ist. Dann bekommst du eine ganze Reihe an Formularen und Unterlagen und so weiter, die du ausfüllen musst. Das heißt, erstens Termin machen, zweitens, wenn dieser Termin erfolgreich war, also du bekommst gerade Arbeitslosengeld, du hast noch Anspruch für 150 Tage und so weiter, dann bekommst du eine ganze Reihe an Unterlagen, die du ausfüllen und aufbereiten musst. Und dann setzt du dich zu Hause hin und schreibst deinen Businessplan, zumindest spätestens zu diesem Zeitpunkt. Dann musst du nämlich im dritten Schritt eine Stellungnahme von dieser fachkundigen Stelle einholen, also Steuerberater oder IHK oder HWK oder irgendeinem anderen Gründungsberater, der das machen darf. Wie gesagt, eine Google-Suche hilft da weiter. Ich kann da jetzt auch niemanden empfehlen. Ich würde ehrlicherweise persönlich als erstes immer zu IHK oder zur HWK gehen, also zu deiner zuständigen Kammer. Und wenn du die positive Stellungnahme von der fachkundigen Stelle hast, dann hast du ja deinen Businessplan, deine sonstigen Unterlagen und die Stellungnahme, und mit diesen Unterlagen kannst du denn online den Gründungszuschuss für Phase 1 beantragen. Das kannst du alles online erledigen, du schickst das Ganze ab und dann wird das Ganze geprüft. Und wenn das Ganze erfolgreich geprüft wurde, dann bekommst du deinen Bewilligungsbescheid und bekommst 6 Monate lang den Gründungszuschuss für Phase 1. Und am Ende dieser 6 Monate kannst du dann einen separaten Antrag, das ist ganz, ganz wichtig, das musst du separat beantragen, dann kannst du einen zweiten Antrag stellen für den Gründungszuschuss Phase 2. Das heißt, dann geht es um die anschließenden 9 Monate. Ganz, ganz wichtig, alle Informationen über den Antrag zu Phase 2 bekommst du mit dem Bewilligungsbescheid für die Phase 1. Und dann kannst du am Ende dieser 6 Monate den Gründungszuschuss für die Phase 2 beantragen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich deine ersten Fragen beantworten. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Ganz, ganz wichtig, wenn du selbstständig bist, solltest du dich natürlich auch mit den Themen Steuern und Buchhaltung auseinandersetzen. Ich habe unten in der Videobeschreibung eine ganze Reihe von Tools und Steuerberatern und so weiter verlinkt. Schau da gerne einmal vorbei. Ich habe dir alle meine Empfehlungen aber auch noch einmal hier verlinkt. Mein dringendster Appell wäre allerdings, du abonnierst diesen Kanal. Dann bist du als Gründer nämlich immer gut informiert, wenn es um die Themen Steuern und Buchhaltung geht. Oder du schaust dir direkt eins der weiteren Videos an, zum Beispiel das hier oder das hier.